Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge StarCraft 2 Legacy of the Void Beta Replay Casts. Heute hier im ZVZ zwischen Nergio und Ender, was wir letzte Folge ja schon gestartet haben. Das ZVZ. Und ja, ich würde sagen, wir stellen die trotzdem nochmal vor. Hier rechts oben auf I've Heard Your Council gespawnt. Und er versucht hier schon direkt zu cheesen. Es ist Ender. Auf der anderen Seite ist sein Gegner. Er versucht hier regulär das Spiel aufzuziehen, wie er es auch letzte Folge gemacht hat. Es ist Nergio. Der wie gesagt 1-0 führt. Aber wir haben ja schon gesehen, Ender mit einem Pool First, beziehungsweise eigentlich hat er das Gas First gemacht. Es wird also vermutlich ein Baneling All-In oder ein Speedling All-In. Wir werden es gleich sehen. Könnte mir vorstellen, ja, werden wir gleich sehen. Es wissen auf jeden Fall beide, wo der Gegner gespawnt ist, wenn sie hier aufgepasst haben mit den Overlords. Das, denke ich mal, wird der Fall sein. Nergio hier mit einer Hedge First. Ist natürlich ziemlich gierig im Gegensatz zu diesem Bild. Also mal schauen, ob er das bestrafen kann, der Ender. Baut jetzt die ersten Linge, zwei im Bau. Das sind aber noch ein bisschen zu wenig. Hat jetzt noch nicht so großartig das Geld dafür, weitere zu bauen. Wobei eigentlich, okay, jetzt hat er erst Speed eingedrückt. Nergio wird das Ganze jetzt, denke ich, schon mal identifizieren. Er sieht auf jeden Fall schon, dass die Queen im Bau ist. Und jetzt auch, dass Speed schon im Bau ist. Und jetzt sollte er eigentlich schon wissen, was los ist. Das kann nicht mit rechten Dingen zugehen. Da sollte irgendein Käse kommen. Und wie reagiert er? Kann eigentlich nicht viel machen im Moment. Denn er kann nur Brunnen bauen. Was anderes ist im Moment nicht möglich. Pool ist halb durch. Natürlich ein relativ weiter Weg. Wobei Ender natürlich Glück hat, dass sie hier Close Air gespawnt sind, werden sie cross gespawnt. Ich denke, dann hätte der Bild überhaupt gar nicht klappen können. Schickt er hier die Drohne runter, wird also trotzdem hinterher die Echse nehmen. Versucht hier also die Transition sich offen zu halten. Brutstätte ist also jetzt dort, aber bei Nergio ist das Ganze natürlich schon durch. Zweilinge hier erstmal, Sechslinge von Nergio im Bau und ein Stachelkrabbler. Stellt sich hier also vollkommen auf den All-In ein, den Ender einfach nicht durchzieht. Muss man sagen, war jetzt quasi ein Bluff schon. Mal schauen, ob er so wieder rankommt. Dennoch Nergio hier mit einer Drohne mehr und mehr Lingen auf dem Feld. Nämlich 7-0. Und, warum meine ich 7-0? 7-1 muss es sein. Das ist einfach das Army-Supply natürlich. Und da ein Ling nur ein halbes Supply ist, wird das vermutlich hier nicht gewertet. Mal schauen. Schabenhöhle kommt hinterher bei Ender. Also, da versucht er zu all-in. Nerdsche stattdessen mit dem Mangling Nest. Da sehen wir also mal unterschiedliche Strategien. Im Gegensatz zum letzten Spiel, wo ja eigentlich alles relativ gleich aussah auf beiden Seiten. Also im Moment liegt Nerdsche schon deutlich vorne, nachdem er diesen All-In gehalten hat, den Ender allerdings ziemlich früh aufgegeben hat. Hätte er das nicht aufgegeben, sondern durchgezogen, hätte er vermutlich direkt verloren. Vier Linge jetzt erstmal hier für Ender zu. Speed ist gleich durch, kann sich dann also zurückziehen. Der Speed von Nergio ist gleich durch. Oh, dann kann sich Ender nicht mehr zurückziehen. Jetzt sollte das jede Sekunde Fall sein. Sind beide gleich schnell natürlich. Schönes Micro-Duell hier. Können ja auch mal auf die APM schauen. 230 bei beiden aktuell. Währenddessen baut Ender hier fleißig weiter drum, um irgendwie ein bisschen aufholen zu können. Wir sehen es hier 24-29. Ist jetzt also sogar vorne. Okay. Nergio allerdings baut 18 Linge. Da wissen wir, warum er vorne ist. Nergio versucht jetzt also, den All-In selbst zu spielen. Morpht hier schon die ersten Banelinge und da leckt's kurz. Das findet Ender immerhin schon. Baut jetzt hier Roaches, um das zu verteidigen. Sind natürlich sehr gut gegen Banelinge und Linge. Aber die Anzahl macht's natürlich schon aus. Zwei, drei Roaches werden hier nichts reißen. Da war schon der erste Baneling-Hit, den ich verpasst habe, weil ich hier oben schon geschaut habe. Nergio geht hier schon auf die ersten Drohnen. Die ersten Banelinge gehen hier die Ramp hoch. Oh, und der Baneling kann einigermaßen connecten. Es strömt immer mehr hier nach. Ihr seht es auf der Minimap. Linge machen immer mehr Schaden. Aber so viel hat Ender noch nicht verloren. Doch, hat er eigentlich schon. Und wir sehen es hier 29-17 Drohnen. Das ist schon ein Riesenvorteil. Das wird wohl nicht mehr zu erholen sein. 12 Drohnen sind insgesamt gestorben. Er kann es, glaube ich, nochmal halten hier mit den Roaches. Aber zu welchem Preis? Er ist zu hoch, würde ich sagen. Der Drohne überhebt nochmal mit einem Hitpoint. Kann also noch seinen Nachfahren davon erzählen, wie dieser schreckliche Zerg-Angriff
von Nergio kam. Der bleibt auch immer noch vorne mit seinen Dingen. Guckt jetzt hier, ob ein Dritter da ist. Das ist nicht der Fall. Okay, er guckt gar nicht weiter. Die Roaches allerdings können hier dagegen vorgehen. Spire auf dem Weg bei Ender. Versucht also hier mit Tech das Ganze noch für sich zu entscheiden. Hat er ja schon dadurch probiert, dass er Roaches hat. Ich bin mal gespannt, wie Nergio jetzt weitermacht. Er ist im Drohnen immer noch riesig weit vorne. Hat allerdings keine Dritte im Bau. Hat selbst auch schon den Roach Run, könnte also auch Roaches bauen. Das hat er auch vor, macht er gerade. Vermutlich versucht ihn jetzt einfach zu überrennen. Sonst hätte er... Ah, gut, er hat doch die Dritte genommen. Baut währenddessen aber Roaches. Das ist die Frage, baut er gleich nochmal eine Drohnenrunde? Ist noch nicht ganz voll saturiert. Ja, er baut eine Drohnenrunde. Das heißt, die Entscheidung ist vertagt. Ender macht das Gleiche. Hat auch schon das Level 1 Upgrade hier im Bau. Bei Nurture ist das noch nicht der Fall. Hat hier gesehen, dass die Dritte da ist. Verliert dafür allerdings vermutlich ein paar Roaches. Wieder weg. Fürchte nicht. Einer hat er schon verloren. Dafür hat er allerdings ein paar Linge getötet. Ja, spätestens jetzt ist der Trade aber besser gewesen für Nurture. Nurture ist übrigens Supply Block. Ich habe jetzt gleich zwei Overlords fertig. Ist also nur relativ kurzzeitig der Fall. Hier kommen also jetzt die ersten Drohnen rüber, um die Dritte zu saturieren. Die ist zwar noch gar nicht ganz fertig, aber in Erwartung rennen sie dort schon mal hin. Leertech also jetzt auch für Nurture auf dem Weg. Dafür hat Ender jetzt den Vorteil, dass das Speed-Upgrade für die Roaches deutlich schneller ist. Kommt hier scheinbar noch ein Overlord. Zumindest so halb. Inject ist da, immer noch keine Dritte bei Ender. Der versucht jetzt vermutlich etwas mal auf die Karte eines All-Ins zu setzen. Anders kann ich mir das Ganze hier nicht erklären. Vermutlich mit dem Plus 1 Upgrade. Aber da muss ich ihn leider enttäuschen. Gut, er hat dann 40 Sekunden Zeitfenster, 30 Sekunden eher. Aber das ist nicht besonders viel. Chip creept hier jetzt wieder, um ein bisschen mehr zu sehen auf der Karte. Baut selbst auch nur noch Roaches im Moment. Keine weiteren Drohnen. Ist hier nicht voll saturiert, aber er sagt sich, das reicht mir. Braucht jetzt Einheiten, um hier zu verteidigen. Denn er weiß vermutlich, dass die Dritte erst jetzt gebaut wird. Ja, sieht er hier. Und das ist natürlich sehr, sehr viel später. Nurture hat ja auch alles gescoutet. Sieht, es können keine Mutas kommen, denn es ist kein Spire da. Gut, man könnte ihn natürlich proxyen, aber das kam wieder, denke ich jetzt mal, nicht aus. Dafür ist auch zu wenig Gas da, dann wird das Gas auch genommen. Ender pusht jetzt auf jeden Fall rüber mit seinen Roaches. Schau mal auf den Unit Count. Nurture hat allerdings schon mehr Roaches, bevor Ender überhaupt da ist. Gleichzeitig hier noch ein Spinecrawler und hat die besseren Reinforcements. Denn er ist einfach viel näher dran am Kampf. Okay. Da gab es wohl Lex, während hier schön die Musik einsetzt. Ender holt sich hier den Watchtower, damit sieht er wenigstens viel. Traut sich hier allerdings nicht ganz auf die Hatchery zu gehen, beziehungsweise auf die Drohnen, die dort sind. Gibt jetzt so ein kleines Fangspiel hier zwischen Nurture und Ender, wobei dieses Fangspiel natürlich hier ums Leben geht. Oh, und da hat er sich verrannt. Ganz ungünstige Position für Ender. Verliert hier richtig viel. Hat insgesamt allerdings sogar noch weniger verloren. Das überrascht mich. Aber dadurch, dass Nurture einfach in Drohnen und hier in Einkommen deutlich vorne liegt, sieht sehr, sehr gut aus im Moment für Nurture. Denn er rennt immer wieder mit kleinen Packen da rein. Hier kann er allerdings gut Schaden machen. Kann die Queen rausnehmen. Immer toll im ZVZ Queens rauszunehmen. Einzelne Roaches abgreifen. Jetzt ist er allerdings gefangen. Hier kommt er noch raus. Ah, das war auch schon wieder ein zu hoher Preis für eine Queen. Schützt sie jetzt wieder zurück. Baut allerdings immer weiter Roaches. Auf beiden Seiten. Roach gegen Roach. Also jetzt wieder der Fall. Kein Ravager bisher, interessanterweise. Normalerweise kommen ja immer ein paar Ravager dazu. Wir müssen auch schon aufpassen, in der Main sind beide vermutlich fast schon outmined, ja. Beiden der Fall. Nurture denkt darüber auch nicht groß nach, denn er möchte hier jetzt das Spiel beenden, so wie es aussieht. Schickt alle seine Roaches rüber. Findet hier wieder ein Packen von Ender. Muss aber jetzt hier aufpassen, die Position ist eigentlich besser für Ender. Aber es sind einfach zu wenig Einheiten. Sehen es hier. 56 Roaches gegen 27, das ist das Doppelte. Steht jetzt hier auch schon in der NATO. Das kennen wir irgendwo her. Das war im ersten Spiel nicht anders. GG, er verlässt das Spiel.
Und damit hat Nerdshow dieses Best of Three für sich entschieden. Ja, ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen und ihr schaut dann auch beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier unten links könnt ihr auf die nächste Folge klicken, hier unten rechts auf ein anderes Projekt von mir. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.